Oh, huh. Das war mehr herausfordernd als der Kampf da am Flugzeug. Ich kann das halt auch nicht mehr ausschalten. Yeah, geile Musik. Geile Musik. Ich hab immer Schiss wegen YouTube, ne? Dass YouTube nachher rummeckert. Das hatte ich in ein paar Videos in letzter Zeit, also zu, nicht viele, zwei, drei oder so, aber das war alles fein. Da war zwar Musik drinne und so, die erkannt wurde, aber die ist zugelassen. Also war kein Problem, dass ich die nutzte. Obwohl ein Song war dabei, das war in einem Land, war das nicht verfügbar. Also da wurde das Video im einen Land wird's nicht angezeigt. Ich glaube Russland oder so. Das Kraftwerk leuchtete in Keine der Ahnung Nacht warum. ganz nah, aber ich musste noch einen Weg Aber da war finden. ein so ein Soundtrack bei. Es ist Video in einem Land nicht anzeigen möglich. So. Das Unspannwerk durchqueren. Ja, guck mal, wer der ich. Und ich hab Mist. Ich glaube, ich muss mal was looten. Hier war doch sicher Loot. Habe ich noch nicht gesehen. Hier ist doch sowas von Loot hier hinten. Wenn hier kein Loot ist, werde ich mich nie wieder umgucken. Was ist das? Loot. Leuchtpistel, sagst du, soll ich erstmal benutzen? Okay. Die sind ziemlich strong, die Leuchtpistolen. Also. Manuskriptseite, okay. Manuskripto. Noch mehr Loot. Nee, das ist was anderes. Ja, wenn ich den betätige, dann kommen noch Gegner, oder? Müssen wir irgendwas nachladen? Ja. Ich habe X gedrückt. Diese Eingaben manchmal. Aber das ist vom Game selber. Ja. Mobilität ist ein bisschen clunky. Ich krieg wieder direkt eine aufs Maul. Ich werde nicht mehr. Wo seid ihr denn jetzt hin? Seid ihr ins Strom gelatscht? Geil. Das finde ich gut. Oh. Der verarscht. Hab ich euch einfach in die Luft fliegen lassen. Gar nicht, wie viele wir eingesammelt haben. Ach, guck mal. Oh, haben wir doch eigentlich ganz gut eingesammelt. Oh, guck mal, hier haben wir fast alle. Eine nur vergessen. Hier sind ordentlich noch übrig. Nice. Nicht schlecht. Also bei 1, 2 haben wir echt gut eingesammelt. Dafür, dass wir die einsammeln, wenn wir die so zufällig sehen. Denk mal, dass du da ein Achievement für kriegst, wenn du alles einsammelst. Warum auch nicht? Ich schalte Achievements gerne mal frei. Also für mich selber. Vor allem bei Games, die mir gefallen, ne? Hat dann auch Wiederspielwert nochmal spielen und gucken, dass man beim zweiten Durchlauf irgendwie die Achievements freischaltet. Ja, wisst ihr was? Kommt mal näher, kommt mal näher, kommt mal näher. Ah, eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten. Egal. Ich will eigentlich, dass die da reinlaufen, aber. Machen wir halt so. Ist der andere? Kurz warten. So, lauf da rein. Lauf da rein. Ja, nee, die sind zu groß. Die pushen sich hier durch. Ja, die Feuerrate von der Pumpgun, was ja auch verständlich ist, ist ja eine Pumpgun, ist nicht sehr hoch. Deswegen müssen wir immer ein bisschen warten nach jedem Schuss. Das ist ja auch eigentlich normal, ne? Irgendwie auch. Warum habe ich gerade gedacht, das wäre eine Thermosflasche?
Nice. Einfach mehr so einen Aufzug benutzen. Habe ich meine Leuchtpistolen schon eingesetzt? Nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, bitte sag mir nicht, ich bin ja jetzt nur hoch wie in der Manuskriptseite. Okay. Das ist einfach in der Luft, einen Hype hingekriegt, der Vogel. Einfach stehen geblieben. Da muss ich sowas von rein, oder? Der hat mich ein bisschen überrascht. Leuchtpistolenmund, sehr viel Mund wieder. Das ist ein Zeichen. Das Zeichen aller Zeichen. Habe ich jetzt gemacht? Brücke überqueren. Ah, die Brücke dreht sich. Okay. Lalala, dann dreh dich mal, Brücke. Mich wundert es, dass mich in der Zeit, wo die Brücke sich dreht, keine Gegner angreifen. Das wäre eigentlich eine verpasste Möglichkeit, ne? Warum dreht die sich denn jetzt wieder in die an? Okay. Ich wollte gerade sagen, mir steht jetzt das Wasser bis hier. Hätte die sich jetzt wieder weggedreht, ne? Hier kommen doch sowas von Gegner. Ja, die Vögel sind mir eigentlich recht sympathisch. Die mal abhauen. Na kommt. Nur noch ein Schwarm. Lass die mal ein bisschen näher kommen. Lass die mal ein bisschen näher kommen. Weg. Warte mal, jetzt haben wir uns gedreht. Ja, warte. Scheibenkleister. Ich wollte gerade hüpfen. Ey, ich hätte mich fast umgebracht. Das war knapp. Das war wirklich close. Das war gerade sehr, sehr riskant von mir. Ellen so, boah, ne. Mach das nicht nochmal mit mir. Wäre es nach ihm gegangen, wäre ich auf der anderen Seite stehen geblieben und nochmal eine Runde gedreht. Hier ist Licht an. Warum ist hier Licht an? Ich meine, das ist gut. Was? Wir werden ausgestattet wieder mit Mun-Mun. Das bedeutet doch, hier kommt wieder ein Kampf. Ha, sicher. Wäre schön, wenn ihr mir Unterstützung gebt. Bin ich gespannt. Bin ich irgendwie falsch? Ich glaube, ich muss da lang laufen. Ah, Ellen, Mann. Also ich fände es geil, wenn ihr es so machen würden, dass du... Wenn du rennst, langsamer rennst als das, aber dass du durchgehend rennen kannst. Aber halt dafür langsamer. Aber dieses ständige Kurzrennen dann komplett außer Puste? Nee. Wo sind die Gegner? Da ist noch einer gewesen, wo ist der hin? Da war der, links. Ja gut, da wurde ich jetzt ausgenockt. Wolltet ihr mir nicht helfen? Ihr habt da voll den Scheinwerfer. Helft mir doch mal damit. Da, halt doch jetzt mal auf den. Oder ich bleib einfach da drin. Ja, das funktioniert. So, danke Leute. Das ist ja nicht Hilfe. So ist gut. Wo ist der eine jetzt hin? Da. Ein bisschen weiter nach vorne halten, Leute. Denkt mal ein bisschen mit. Ihr seid da am Rumfliegen. Ihr habt da Freikarte. Ey, dieser Typ hier, ne? Leute,
ist das echt schwer von euch da oben, mir zu helfen. Euch geht's wohl ziemlich gut da, ne? Schön, dass er da hinten hinleuchtet. Anstatt mir da hinten hier zu helfen, wo ich bin. Alter, das Game, ne? Junge, kriegt wieder eine Angst vor der vor dem Kopf. Nach der anderen. Ja, ich bin ehrlich, der Helikopter ist mir dann... Ja, wo leuchtest du jetzt wieder hin, Helikopter? Hier sind überall Gegner, Helikopter. Gib mir mal die... Gib mir mal das... Gib mir... Super. So macht man das. Lad nach. Geh jetzt einfach weiter, wenn die Gegner keinen Bock haben, auf mich zu... Wo steht der wieder? Die Gegner sind alle hier. Ey, nerv mich nicht. Ja, zieht durch. Ihr seid eh keine Hilfe. Haut da rein. Also wirklich. Da ist ja die Straßenlampe hilfreicher. Ja, halt wirklich. Straßenlampe hat mehr gemacht als ihr. Oh, guck mal. Munition. Bin ich auf dem richtigen Weg? Scheint so. Also, da war ja wirklich die grausame Hilfe von denen. Uff. Ja, einfach direkt schon vorher auf. Ja, komm. Aktivieren. Jo, das sind aber eine Menge von denen. Okay. Die halten nicht viel aus. Aber dafür können die ganz gut flankieren. Die sind ziemlich schnell mit ihren Messerchen. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Also wenn hier Loot ist, würde ich es gerne nehmen. Aber ich sehe jetzt nichts, obviously. Generator Hall, Safe Haven. Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Ach, das ist sie. Die haben wir mal im Café getroffen. Junger Mann. Junger Mann? Junger Mann? Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Ich meine, Alan Wake ist jung. Also der ist... Was habe ich gesagt? Zwischen 30 und 40, ne? Aber... Ich finde das immer so witzig, dieser Satz. Junger Mann. Deswegen hatte ich lachen müssen. Junger Mann. Junger Mann. Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Ich muss immer ein bisschen kichern, wenn ich das höre. Das ist Regel. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Ich halb B gedrückt. Nimm doch. Nein. Die Steuerung. Einen Weg, einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Ach, die ist ihre Lampe am Streicheln. Ist etwas beschädigt worden. Warum steht da ein Stuhl auf dem Tisch und der Tisch auf dem Tisch? Nein, bitte nicht noch mehr confusen, Dame. Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne regelt. Junger Mann, ich muss immer kichern, wenn ich das höre. Ich meine, ist ja schon richtig. Alan Wake ist jetzt nicht alt, aber. Wie gesagt, ja, ich finde das immer so witzig, wenn ich es gehört. Junger Mann. Junger Mann. Oha. Ja, junger Mann. So geht das aber hier nicht. Einfach die Leuchtpistole noch ausgerüstet. Wann habe ich die ausgerüstet, hä? Ich hab doch wieder gewechselt. Ja, komm, gib her. Gib her das Ding. Bam. Ich schieße, aber ich muss nachladen. Aber ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, komm, mach mich fertig. Mach mich fertig.
Das hat mir jetzt gefallen. Euch schön da Arm zu knallen. Die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Weaver? Ich lebte dort schon seit Jahrzehnten. Keine Ahnung, du, ist mir egal. Scheiß auf die Hilfe von anderen. Die helfen mir, die sind eh keine Hilfe. Alan, mach dein eigenes Ding. Ich meine, ich würde gerne die Hilfe von anderen annehmen, aber bisher lief das immer, war immer für den Hintern. Dino. Einfach Knopf dort. Okay, never mind, ich kann rüber. La 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 la. Hä? Da steckt noch mehr hinter. Jetzt habe ich's, okay. Mann, war das ein Puzzle. Wow. Das hat mich echt zum Schwitzen gebracht. Munition. Ihr wisst, was das bedeutet. Wer entwirft sowas? Okay. Hey, hier ist hier. Oh. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Zu Weaver zurückkehren. Lass mich raten, sie ist jetzt weg. Oder? Nee, oder? Aber das ist schön, dass wir wieder die dicke Taschenlampe haben. Du mit deiner Axt, ne? Wollte er mich schon wieder mit der Axt abwerfen, der Halunke. Der junge Mann. Der Rabauke. Da schlafe ich nicht. Ja, ich habe noch mehr davon im Petto. Junger Mann. Okay, da benutzen wir mal eben eine Fackel. Kommt mal her, ihr. Mit der Pumpgun gehen wir da jetzt ran. Bam. Bam. Hä? Ja, Kettensäge. Ich muss nachladen. Wir haben nicht mehr viel Munition, by the way. Wir haben wirklich nicht mehr viel Munition. Mal gucken, ob sie jetzt noch da ist. Sie hat ja auf jeden Fall einen schicken Bunker, ey. Ja. Und guck mal, ja, alles beleuchtet. Woher nimmst du den Strom? Das sind richtig fette Dinger da oben. Woher nimmst du den Strom? Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Junger Mann. Okay. Junge Dame. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide. Tom und Barbara. Tom und Barbara. Also Tom ist... Der eine hier. Thomas, Barbara. Was haben die jetzt auf sich mit uns, Thomas und Barbara? Ah, okay. Okay, werte Dame. Mein Name ist Alan Wake. Alan freaking Wake. Er begriff zu spät und kannst mich auch Ellen nennen. Schrieb sich selbst, sie und alles. Waver ist eigentlich ein ziemlich interessanter Name. Er war so berühmt und anschließend wusste das nicht. Warte. Warte, werte Dame. Ich dachte, hier wäre vielleicht Loot. Nee, wir können weiter. Eine Versicherung.
vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste, chillig haben sie es hier aber auf jeden Fall. Zane, genau, Zane. Thomas Zane. Ja. Jagdgewehr. Kommt drauf an, wie viel Munition da drin ist. 5. 8, okay. I curse you, Thomas Zane. Wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir im Fernseher von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Oha, die brauchen ein bisschen. Okay, werte Dame. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Ob ich sie da mal aufgedreht hat? Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Ein Moment, werte Dame. Hallo. Al. Barry, wir gehen durch. Wir haben hier Empfang? Trefft uns dort. Okay, ich danke Sarah. Ah, Sarah also. Boah, nein, scheiße, verdammte Shit. Barry! Yo, die ganze Rohr hat gewackelt. Sogar die werte Dame ist umgefallen. Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen. Geil. Einfach, also sie sind vermutlich tot. Das ist mein bester Freund. Hey, ich mache mir Sorgen um meinen Freund und sie sagt egoistisch. Wait, what? Schön, seien Sie ein. Ich meine, es wäre noch egoistischer, wenn es eine fremde Person wäre. Ja, aber. Oh, was war das? Was war das? Was war das denn? Also jetzt mache ich hier alles fertig. Jetzt mache ich eine krasse Superheldenlandung und bam, erstmal Knöchel verstauen. Was war das denn? Okay, wir machen hier einen kurzen Break. Ich mache jetzt hier eine Pause, weil ich muss auch dringend mal auf dem Klo. Okay, das war jetzt nochmal nett am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Elden Ring Remastered. Bis dahin alles Gute. Verstaut euch nicht den Knöchel. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, ciao mit V. Und wie immer, bye bye, junger Mann. Und werte Dame.